Moin Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir an einem verlassenen China-Restaurant. Mal gucken, was uns dort erwartet. Auf geht's! Hier seht ihr schon mal diesen großen Garten. Hier die Terrasse, das Haus, die Villa oder beziehungsweise das Restaurant. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich, Leute? Lasst doch mal gucken jetzt. Alte Kaffeemaschine, eine Küchenmaschine. Hier liegt noch Holzkohle von dem Holzkohlegrill, denke ich mal, von früher. Hier überall schon die Fenster raus. Ganze Decke kaputt. Schon irgendwas zugemauert. Fensterfronten, hier halt auch Träger, ganz Glaswolle, alter Mixer, hier denke ich mal war sowieso eine Duschreiche, halt ist schon halt wirklich extrem randaliert und kaputt hier. Ich denke mal, hier geht es rein zur Küche. C1 Swimmingpool, Kiwisekt, Bambuscocktail, Cinderella, Kokosnusstraum. Alles auf Chinesisch geschrieben. Hier halt die Zutaten, was da reinkam. Hier war die Küche oder sowas in der Art. Ja, hier war die Küche. Alte Lüftungsrohre oder Abzugsrohre. Hier noch ein Safe. Ein bisschen beeilen hier. Ist dann schon alles auf. Da hinten halt so alte Sicherungen. Und Leute, wie macht so für euch das hier einen Eindruck? Irgendwie schon ein bisschen cool. Hier auch noch so was wie ein Lagerort oder sowas. Hier Fenster schon raus. Auch wieder die Lichtkuppel da oben. Hier, Leute, hier war definitiv die Küche. Guckt euch mal die ganzen Rohre hier an. Diesen ganzen Fettkanal und alles. Hat hier auch wieder alles runtergekommen. Da wieder eine chinesische Schrift. Hier alles auf Chinesisch. Hier eine Duschreise. Ich denke mal, hier war bestimmt die Kühlkammer. Hat nichts Spektakuläres. Die ganzen Abflüsse noch. Gehen wir jetzt mal runter in den Keller. Gucken, was uns da erwartet. Was denkt ihr, was uns jetzt hier im Keller erwarten wird? Alte Deckenlampen. Hier ein altes Schacht. Alte Räume. Hier noch alte Stromverteiler, irgendwie sowas. Kaffeemaschine. Keine Ahnung, wofür das gut war. Hier Heizung oder irgendwie sowas war hier. Ja, hier, das war der Heizungsraum. Alte Feuerlöscher. Ein
extrem alter Heizungsraum. Guckt euch mal das alte Teil an. Auch noch alles Besteck auf dem Boden. Alte Poster. Hier ist noch ein bisschen Putz und Baukleber. Gehen wir jetzt mal wieder zurück, Leute. Mal gucken. Also Kellerräume hatten die auf jeden Fall genug. Übrigens, 2018 wurde hier das Restaurant aufgegeben. Der Grund ist uns leider unbekannt. Vielleicht pleite gegangen oder so, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Hi Freunde, da ist Patrick. Hi. Hi. So Leute. Hier muss man voll aufpassen, weil hier überall Fensterfronten sind, dass man von draußen nicht gesehen wird. Jetzt gehen wir mal hoch, gucken, was uns dort erwartet. Hier soll nämlich auch früher, als er noch im Betrieb war, eine Einliegerwohnung gewesen sein. Mal gucken, was wir davon noch so sehen. Hier wieder Sicherung. Hat auch alles ziemlich runtergekommen. Keine Türen mehr drin, kein Türrahmen. Das war wie so ein Duschgangs. Das ist ein Duschgangszimmer. Hier kommt schon die ganze Tapete runter. Keine Fenster mehr drin. Hier ein rosanes Badezimmer. Hinten alles verschimmelt. Wie ihr auch hier seht, keine Fenster drin. Gucken wir mal kurz raus. Dort liegt noch eine Badewanne und eine Dusche. Seht euch mal die Terrasse an. Richtig geil. Gehen wir mal eine Etage höher, gucken dort. Auf den Speicher kommen wir leider nicht mehr hoch, fehlt die Treppe. Hier halt auch Heizung. Hier sieht man das offene Dach. Ganze Decke fehlt. Hier auch wieder das Dach offen. Aber hier oben ist halt eigentlich noch recht sauber. Dafür, dass das schon 2 Jahre leer steht. Wieder noch Graffitis, noch sonst was. Also abwarten. Guck mal hier, Leute, hier ist noch Pikachu am Fenster. Halt, hier dran sieht man noch, dass das ein recht altes Gebäude ist. Durch das ganze Holzlattung und das Lehm dazwischen. Das wurde nur früher in den alten Gebäuden so gemacht. Hier war noch Glaswolle, Dämmwolle. Hier war dann schon das Badezimmer dann. Eigentlich ein recht schönes Badezimmer. Hier ist auch noch ein Raum. Hier auch sowas wie ein Badezimmer, wo hier schon die Wand aufgebrochen worden ist. Wie man es hier sieht, auch wieder dieser gewöhnliche Raum. Schon Scheiben eingeschlagen. Ich kann ja noch mal kurz aus dem Fenster gucken, meine Freunde. Der alte Dachstein. Leute. Hier liegt noch ein alter Kalender von 2016. Hier so ein, auch noch einfach ein Raum. Wir müssen hier nur ein bisschen aufpassen. Hier rundherum sind Häuser, die noch bewohnt sind. Dass uns da keiner halt erwischt. So Leute, das Video ist hiermit vorbei. Ich denke, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.